Eine Löwin, der den Mann begegnete, der ihr einst das Leben rettete, bis hin zu einem Mann, der Hundewelpen im letzten Moment retten konnte, ist alles dabei. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere doch gerne kostenlos unseren Kanal Tierrettung weltweit. Und jetzt viel Spaß. Das sind leider die Folgen, wenn man seinen Müll im Wald liegen lässt. Der Bär war beim Stöbern mit seinem Kopf irgendwie in diese Plastiktonne geraten. Am Ende musste er betäubt werden und die Plastiktonne konnte glücklicherweise wieder von seinem Kopf entfernt werden. Ein Tourist entdeckte durch Zufall Unfassbares. Als er über die Straße lief und ihm etwas runterfiel, schaute er zufällig genau in die Reifen des Autos. Dort sah er dann zwei kleine Augen. Eine kleine Babykatze war irgendwie in den Reifen des Autos gelangt und kam von alleine nicht mehr heraus. Der Mann entschloss sich genau richtig und rief daraufhin bei der Tierrettungsorganisation an. Die Tierretter machten sich nach dem Anruf sofort auf den Weg zum Unglücksort. Nach wenigen Minuten hatten sie es geschafft und die Katze war befreit. Danach nahmen sie die kleine Katze mit zur Auffangstation, um sie dort weiter zu untersuchen. Dieser Mann gehört einer Tierrettungsorganisation an. Glücklicherweise hatten zwei Spaziergänger diese Straßenhündin gefunden, die kurz zuvor ihre Welpen mitten im Busch geboren hatte. Daraufhin riefen die Spaziergänger bei der örtlichen Tierrettungsorganisation an. Der Mann kam vorbei und nahm dann die kleinen Welpen und ihre Mutter mit. Nun werden sie sicher in der Auffangstation großgezogen. Die Löwin war damals erst wenige Monate alt, als sie schwer verletzt wurde. Der Mann in diesem Video hatte ihr damals das Leben gerettet. Nach über 2 Jahren traf sie nun wieder auf ihren Retter. Für die Waschbären war es vermutlich eine Rettung in letzter Sekunde. Denn am nächsten Tag wäre eigentlich die Mülltonne abgeholt worden. Irgendwie waren die ganzen kleinen Waschbären in die Mülltonne reingeklettert und kamen dann nicht mehr heraus. Gemeinsam waren sie in der Mülltonne und stöberten dort nach Nahrung. Glücklicherweise bemerkte dann ein Mann die Waschbärfamilie. Letztlich legte er ihnen so die Bretter hin, dass sie wieder schnellstmöglich von alleine rausklettern konnten. So hat er ihnen schlussendlich das Leben gerettet.